Was geht ab, meine lieben Friends? Ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar an einem wunderschönen Sonntag, der noch halbwegs warm ist. Bruder, komm, ich fahre nicht los. Lass mich durch. Ja, genau so. Genau so. Da hat mich einer erkannt. Ehrenmann, Grüße gehen raus, Meister. Es sind angenehme 5 Grad, ja, also halbwegs noch in Ordnung. Deswegen dachte ich, komm, fahren wir mal trotzdem raus. Aber meine Karre sieht so dreckig aus. Zeige ich euch später mal. Ich bin ja letztens gefahren, wo es nass war. Junge, alles voller Schlamm, Alter. Das sieht einfach kacke aus. Ich bin jetzt wieder, glaube ich, 5 Tage kein Motorrad gefahren. Und es macht wieder jetzt Spaß zu fahren. Ihr könnt schon hören, also an meiner Stimme, ich habe wieder so eine leichte Erkältung. Keine Ahnung, ich bin in letzter Zeit dauerkrank. Ich war noch nie so oft krank wie in diesem Jahr. Ich hatte eine Erkältung, eine Woche später hatte ich Corona, danach hatte ich wieder eine Erkältung und jetzt habe ich noch eine Erkältung. Mein Zahn wurde mir jetzt auch noch gezogen, OGZ für Zahnlücke. Der Ehrenbray kannte mich, glaube ich, auch. Ich hasse diesen Weg geradeaus, also fahren wir heute mal nach rechts. Kann diesen Weg nicht mehr sehen, ehrlich. Abgesehen davon, dass ich immer für die Vlogs diesen Weg fahre, ja, war das auch mein Schulweg. 13 Jahre lang. 13 Jahre lang war das mein Schulweg. Ich brauche Abwechslung. Deswegen fahren wir jetzt diesen Weg. Also innerhalb der Woche muss ich hier immer durchfiltern, so auf Sneaky-Basis. Kannst du euch ja mal kurz zeigen. Manchmal wird es auch hier echt eng. Ah, schließen wir uns mal zu dem Bre an hier. Wir machen unsere Präsenzrunde wie immer. Kurz mal Berlin überwachen, ob alles in Ordnung ist, ob alles im grünen Bereich ist. Und wenn wir ein paar andere Biker sehen sollten, dann gibt es ein bisschen Ärger, Anschiss oder so. Junge, das wird langsam zum Running Gag, Alter. Ich mache mich selber zum Meme. Der denkt, der kann mich abziehen mit seinem Roller, Alter. Nix da, mein Junge, nix da. Der Roller hört sich aber nicht mehr so gesund an. Es ist bestimmt wieder viel los in Berlin, ja? Also die ganzen Weihnachtsmärkte sind rappelvoll. Ich würde sagen, wir fahren auch ein bisschen in die Richtung. Und tschüss. Ach, der will hier reinparken. Was hupst du denn? Der will doch da reinparken. Hä? So, Stoppschild. Und Stopp. 1, 2, 10. Oh. Oh. Da fahre ich lieber hier lang. Ah. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn? Oh, das ist die Straße, wo ich es eigentlich hasse zu fahren. Ich kann euch im Winter wirklich, also ich sag das immer wieder, ja, aber ich kann euch im Winter nicht viel anbieten, ja. Ihr müsst euch einfach damit auch zufrieden geben, wenn ich hier mal, das war dieser Huckel. Wenn ich hier mal einfach wieder meine normalen Runden drehe und euch ein bisschen halt voll laber, ne. Ihr kennt das doch schon, ihr kennt das Spielchen schon. So, Sneaky Beaky, Peaky, ganz nach vorne. So, hier sind doch bestimmt noch irgendwelche Clubleichen, die hier gerade nach Hause gehen. Hundertprozentig. Das kann gut möglich sein, dass die Leute hier aus dem KitKat Club rauskommen. Für die Leute, die es nicht wissen, KitKat Club ist so ein verrückter Club. Ich sag einfach mal verrückter Club. Man hat so einiges über diesen Club gehört. Aber ich glaube, der hat schon. Ja, die haben schon zu, glaube ich. Der Hund ist aber niedlich, ne? Wuff, 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 wuff. Alter, ist der süß. Kann mir jemand sagen, warum eine Pinlock-Scheibe trotzdem beschlägt? Die ist nagelneu. Ein Tag war die okay. Jetzt am zweiten Tag beschlägt sie ganz normal. Kurven wie ein Boss. Kurvencheck wie ein Boss. Gib mal Soundcheck, Bruder. Gib mal Soundcheck, Bruder. Na, ich muss immer auf meinen Akku aufpassen. Bei so kalten Temperaturen halten die irgendwie gefühlt 10 Minuten weniger. Oha. Der spuckt bestimmt Flammen, Alter. So wie das Ding da aussieht. Alter. Er guckt schon im Spiegel. Ich sehe dich, Bruder. Ich sehe dich, mein Freund. Alter! Er hat einen kleinen Burnout gemacht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Da sind andere Biker. Da sind andere Biker. Ich glaub's nicht. Oh oh. Das sieht aber irgendwie nicht so gut aus. Eieiei. Die Jungs sind auch Motorrad gefahren. Ich bin nicht alleine. Ehrenmänner, Jungs. Ihr seid alles Ehrenmänner. Ihr habt Eier aus Stahl. Oh, nee. Wird's jetzt auf die linke Spur? Oh, ich glaub's doch nicht. Ey, glaub's doch nicht. Ich glaub, mein Schwein pfeift. So, im Winter ist Berlin auch sehr Touri-lastig, ne? So an Wochenenden kommen hier sehr viele hin. Oh, warum campen da Leute im Zelt? Kollege?
Das war aber eine spontane Entscheidung von dir. Stellt euch mal vor, ich wäre einfach geradeaus weitergefahren. Ich wäre safe in dem reingekracht. Hey, noch ein Motorradfahrer, Kollege. Oh, vielleicht sollte ich da nicht lang fahren. Die ziehen da nämlich... Ach du Scheiße. Da ist eine Mausefalle. Ja, Polizisten ziehen Autos raus. Egal, ich fahr trotzdem. Ich fahr einfach linke Spur. Alter, Scheiße, ist das eine komplette Busspur? Ja, oder? Halt, bin ich jetzt rausgezogen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Busspur ist. Kurz Eierflattern gehabt, ehrlich. Doch, das ist eine Busspur. Der Polizist wollte erst den Motorradfahrer rausziehen, aber er hat die Kelle so halb rausgezogen und dann wieder eingezogen. Keine Ahnung, aber es ist doch eine Busspur und deswegen haben wir es nicht riskiert. Ja, wisst ihr, was ich meine? Aber wie soll ich denn da auch normal auf die Spur raufkommen? Das haben die aber auch scheiße gemacht, ne? Also man muss da rechts abbiegen und direkt auf die Spur rauf und bis da einer Platz macht. Unmöglich. So, ich habe nicht mal Papiere dabei von irgendwelchen Teilen, ne? Die liegen alle bei Röver Motorrad. Oha, noch ein Biker. Ich glaub's nicht. Er will Schläge. Der Kollege will Schläge, warte mal. Jo, was geht? Ja, was machst du hier? Alleine einfach so. Digga, also es bockt sich eigentlich nicht alleine, weißt schon, ne? Aber ich fahre jetzt auch weiter, ne? Also. Ich fahre Präsenzrunde einfach. Gucken. Hä? Ja, ich wollte Kuda mal gucken, so die Lichter anschauen. Vielleicht, keine Ahnung, einfach so fahren. Kannst ja mitfahren, mitkommen. Oh, die ist bestimmt so eklig laut. Ah, doch nicht. Oh, ich komme nicht hier um den Kreis, du. Sieht echt geil aus, Digga, mit den Carbon und dem Kreis. Fett schon, wa? Ja, ist schon geil. Die Leute gucken auch irgendwie immer. Also irgendwie ist die doch ein bisschen eklig laut. Ist die legal? Hol dir Z900, vertrau mir. So, Freunde, wir fahren jetzt am Kudamm vorbei. Den Kollegen haben wir auch nochmal eingesackt hier. Der Bre fuhr auch alleine rum, hatte auch Langeweile, so wie ich. Ja, deswegen kann er jetzt einfach mit mir auch so mal mitfahren. Siehst du was eigentlich in den Spiegel? Ja, wenn ich so mache. Ja, aber ich guck da nie rein. Oh, Unfall. Warum sind diese 125er immer so laut? Ey, ehrlich, jede 125er dröhnt und schreit mehr als meine CBR. Ach, diese Zeiten, wo ich auch noch mal jung war, erst 18. Digga, er hat nicht mal Thermoleggings an. Also ich wäre jetzt schon gestorben ohne Thermoleggings. Aber der Kollege hier, er friert nicht. Er ist noch jung, dynamisch. Und wir sind hier alt, frieren uns den Arsch ab. Ey, ist dir nicht kalt? Ist okay, Hände ein bisschen, aber... Oberkörper? Ich hab noch fetten Pulli drunter. Aber hier nichts. Ja, friert so ein bisschen weh schon. Ich hab Thermoleggings an und so. Ja, wollte ich mir auch mal kaufen, aber... Kauf dir, Digga, lohnt sich. Ich bekomme immer kalte Knie und dann habe ich Knieschmerzen. Ja, ich auch. Hey, du Arschloch. Ah, Digga, ich glaube, ich hole mir was Warmes zu trinken jetzt hier kurz. Ja, ja. Komm, ich gebe dir aus. Echt? Ja, klar. Oh, Face Leak. Spaß. So, Freunde, ich mache jetzt erstmal aus. 8:01 Abend. Na gut, Meister. Hat mich gefreut. Wie heißt er eigentlich? Leo. Fahr vorsichtig, ja? Mach's gut, Meister. Boah, der Bordschein ist aber hier extrem hoch. Leo, pass auf dich auf, Bro. Also, meine lieben Freunde, ja, mit dem Ehrenbruder haben wir noch jetzt schön Kaffee getrunken, weil mir echt kalt war. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause, Alter. Also, die Kälte, die haut gerade so ein bisschen rein. Sieht das nicht schön aus? Oh, Junge, als Kind habe ich es immer geliebt mit meinen Eltern. Mein Vater hat mich auch jedes Jahr mitgenommen als Kind. Die sind immer hier durchgefahren mit dem Auto und ich habe das immer so bewundert damals, weil es einfach schön aussieht. Lasst es auf euch wirken, meine Freunde. Von wegen, die Regierung wollte Strom sparen. Ja, ja, ja. Letztes Jahr sind wir auch mit Nathalie hier lang gefahren und damals hatten wir einen Döner-Test gemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ein Schneemann! Hey, Schneemann! Jetzt drückt meine Blase auch, weil ich Kaffee getrunken habe und ich kalte Füße habe.
Das heißt, heute werde ich den ganzen Tag in 10 Minuten Intervall immer pissen müssen, weil ich kalte Füße habe. Wieder einmal alleine hier an dem Hotspot von den Bikern. Egal, was soll's. Junge, ich muss so pissen, Alter. Ist hier irgendwas gesperrt? Habe ich was verpasst? Hochzeitskonvoi oder was? Was habe ich denn hier verpasst? Ah, ja, bitteschön, Meister. Ja, sieht aus wie Hochzeit. Ja. Boah, Bruder, ich muss so pissen. Ich halt's echt nicht mehr aus. Gänsehaut, Junge, Gänsehaut. Weißt du, wo wir pissen? Wir fahren jetzt hier, da wo dieses Gebäude steht. Dieses kaputte Gebäude vom Zweiten Weltkrieg. Ja, wo kann ich denn hier pissen, Alter? Weise könnte ich eigentlich hier pissen, aber hier sind mir viel zu viele Menschen gerade. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich pissen kann. Hier. Hier rechts. Dann hier links. Ja. Ja. Egal, wer jetzt kommt. Es juckt mich nicht. Ich pisse jetzt einfach hier hin. Oh, Freiheit, ey. Kennt ihr das? Wenn man pinkelt, dann furzt man nochmal nach. Oder bin ich der Einzige? Stellt euch mal vor, jemand ist jetzt hier in dem Wagen drin hinten. Und die machen irgendwas Schmutziges. Ich werde das Video jetzt hier auch beenden, weil ich jetzt einfach nur noch Musik hören will. Irgendwie stehe ich drauf. Fragt mich nicht wieso. Als Kind immer sehr gerne gehört. Okay, Friends, das war's von mir. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. Kleine, schöne Abendrunde gemacht. Euch mitgenommen. Nichts Spannendes, aber ihr wisst, Winter müsst ihr euch zufrieden geben. Es tut mir leid. Und wer jetzt schreibt, hier langweilig die Straße, der soll sich einfach verpissen. Also, das war's von mir. Tschüss, Kuss.